Der Film zum 55-jährigen Jubiläum der Napfruger wird Ihnen von folgenden Firmen präsentiert. Überhaupt nicht verstaubt. Eine rausgeputzte Festhalle, gefüllt mit begeisterten Fans. Napfruger feiern ihren 55. Geburtstag. Da werden sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Um was genau gegangen ist, die Galionsfigur der Napfruger, Hanni Troxler, weiss mehr. Hanni Troxler, Napfruger feiert 55-jähriges Jubiläum. Ich sehe es dir überhaupt nicht an. Was habt ihr heute hier oben alles geplant? Wir haben alles nicht geplant, weil es ist eine Guggenmusik. Wir haben gesagt, es geht Kakao-Jazz und Fasnacht. Und Fasnacht heisst, man macht, was kommt. Eins am anderen. Natürlich Stück schreiben, Stück arrangieren, Stück weitergeben, Band einladen, Helfer suchen, alles Sponsoren suchen. Und am Schluss gibt es noch eins. Auf die Bühne, Musik machen, den Blausch an und den Leuten etwas zurückgeben von dem, was sie uns geben. Halt Fasnacht. Gut, so einfach war es ja nicht ganz. Ihr habt eine wunderbar dekorierte Halle. Ihr habt Haufen Sachen müssen im Vorfeld machen. Was habt ihr alles so geplant? Was war das Ziel? Das Ziel war nach unserem Motto Phantom der Oper. Da haben wir den Maskenbau umgesetzt. Wir haben also wirklich die ganze Festhalle, alles haben wir so dekoriert. Das Phantom der Oper. Am Schluss sind wir als Oper eigentlich auftreten, haben auch die Ouvertüre aus dem Phantom der Oper aufgeführt und sind dann langsam in Fasnachtsgroove und in Fasnachtssound rein mit dem Albin Braun, Alpin Ensemble, die uns spontan zugesagt haben, sind einmal an eine Probe gekommen und dann haben sie gesagt, hey, das Ding ziehen wir durch mit euch. Ich habe ihnen die Noten mitgegeben, sie haben alles heiß umgesetzt und da uns gebracht als Feuerli zurück, wie ein olympisches Feuer, das wieder zu uns gekommen ist. Albin Braun, das ist Stichwort, dazu mehr später. Da kommen wir zuerst in die faszinierende Welt der Opern und dem Luciano Pavarotti, fantasievoll wiederbelebt von der jubilierenden Napfruger Willisau. Yeah.
Da hast du so eine Maske bekommen, Phantom der Oper. Genau. Die Abfrauger haben ja vor 2 Jahren Diktatur einberufen. Das heisst, kein Aktuar, kein Präsident, eigentlich nicht mehr, keine Teamsetzungen, sondern nur noch Diktatur. Der Gouverneur sagt, was dort geht, und die Oberkapellmeisterin sagt, was musikalisch geht. Und für diese Arbeit bin ich hier heute geehrt worden mit einer wunderbaren Maske, wo ich sehe, dass sogar der Albin und der Marco und Patricia und der Claudio alle haben unterschrieben. Und das ehrt mich natürlich sehr, trotz Diktatur, aber ein sehr schönes Geschenk. Du hast ganz viel Namen aufgezählt. Jetzt hören wir ein Stück, wo auch eure Guckermusik ein bisschen zur Geltung kommt, die einzelnen Akteure. Was hören wir für ein Stück und wer spielt alles? Es ist der Nighttime Blues. Den haben wir eigentlich zum Napfruger Blues gemacht. Dort zeige ich einfach jemanden, egal wo wir sind. Ich zeige auf jemanden und der muss spielen. Der muss solieren. Genau so, wie es die vom Albin auch gemacht haben. Sie wissen, jetzt wird gespielt. Unser Napfruger Blues. Dort haben wir auch einen Text dazu gemacht. Und in Zukunft werden wir auch in der Willisauer Beiz singen. Ja, auch für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, hat Hanni Troxler da noch ein paar Tipps, vielleicht zum Nachmachen. Meine Damen und Herren, wenn man den Jazzer zulässt, also dann geht es mir so, dann wird die Seele immer wärmer und es tut sich aufs Herz übertragen. Und man überlegt sich immer, was macht es aus? Was macht es aus, dass das so wahnsinnig anfängt, Wellen geben? Die Moleküle rasen im Körper sozusagen. Es ist Narrenseele rauslassen. Das ist das, was eine Google-Musik mit einer Jazzband verbindet. Wir lassen hier die Narrenseele raus. Obwohl wir ja eigentlich gar nicht wirklich gut können Musik machen können, wir lassen einfach die Narrenseele raus, weil es uns so gerne sandet. Und das ist genau das, was wir machen. Spül ich das auch wieder einmal, einfach rauslassen in deiner Seele. Tönt doch wieder mal singen unter der Dusche. Tönt wieder mal Saxophon mit ein paar Bannen nehmen, wenn ihr sagt, hey. Meldet euch bei den Abbrauger an, wenn ihr Sax spielt, sind alle immer willkommen. Saxophonistinnen und Isten sind immer gefragt bei uns. Denn es gibt ja keine gute Musik mit Saxophon. Es geht weiter mit dem sogenannten Nighttime Blues. Der wird eigentlich jetzt heute Abend auch zum Napfruger Blues. Und alle, die ich zeige, die müssen einfach solieren. Ob mir etwas in Sinn kommt oder nicht, sie müssen. Und seit heute Morgen gibt es sogar das erste Mal einen Text zu dem Blues, weil wir dann noch nicht auswendig gelernt haben, in 3 Stunden, tun wir dann vielleicht noch mit Spick, gell, Maden, noch auch noch singen. Das wird jetzt nämlich wirklich der Napfruger Blues. Viel Vergnügen mit dem Blues. We'll be right back.
Thank you.
Gerade zeigt die Film zum 55-jährigen Jubiläum der Napfruger ist Ihnen von folgenden Firmen präsentiert worden. Ein recht herzliches Dankeschön.